Hallöchen Leute, willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Catrice. Mein Name ist Paula und ich schminke heute für euch einen sehr glamourösen und festlichen New Year's Eve Look. Also sprich einen Silvester-Make-up-Look. Und ich weiß, dieses Jahr kann man Silvester leider nicht so feiern wie die Jahre davor. Aber ganz ehrlich, für mich war sowieso immer am Feiern gehen das Witzigste nicht das Feiern selber, sondern das Fertig- und Schickmachen davor. Also das Schminken, Outfit aussuchen, ein bisschen Musik abspielen und sich dann so richtig auch mal aufbrezeln und sich richtig dann gut fühlen. Und ich meine, das können wir ja trotzdem machen, da spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also ich lasse mir das auf keinen Fall nehmen. Ich werde mich dieses Jahr richtig, richtig schick machen. Ich werde wahrscheinlich diesen Make-up-Look hier schminken, den ich euch gleich zeigen werde. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Ich verwende die HD Liquid Coverage Foundation. Die verwende ich wirklich schon seit Jahren. Und die trage ich auf mein gesamtes Gesicht auf mit einem Schwamm. Ich mag es, mein gesamtes Make-up mit meinem Schwamm aufzutragen. Also meine Foundation, mein Concealer und mein Puder. Ich weiß, viele mögen Pinsel sehr gerne. Aber bei mir ist es dann irgendwie immer so trocken und so ein bisschen streifig. Und ich habe gerade gesehen, es ist wieder so ein bisschen im Trend, sein Make-up mit den Fingern aufzutragen. Und ich will das unbedingt mal wieder probieren, weil ich das früher als Teenager immer mit meinen Fingern gemacht habe. Als nächstes kommt Concealer dran. Da verwende ich den Liquid Camouflage Concealer und ich glaube, ich habe diesen Concealer schon so 20 Mal nachgekauft, weil ich den so gerne habe. Ich verwende den eigentlich fast jeden Tag und das schon seit Jahren. Ich finde einfach, der lässt sich gut verblenden, der deckt gut ab und keine Ahnung, der ist einfach voll easy in der Anwendung und ich hatte irgendwie noch nie Probleme mit dem, weil manche Concealer sind bei mir manchmal fleckig oder sehen unnatürlich aus oder gehen in die Fältchen und bei dem ist irgendwie nie irgendein Problem. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Schritt von meiner Make-up-Routine und zwar Puder. Und zwar verwende ich hier das HD Baking and Setting Powder. Das verwende ich gerade zum ersten Mal und ich bin sehr begeistert davon. Das ist sehr so fein und damit bake ich mein gesamtes Gesicht, weil mein gesamtes Gesicht leider immer ölig wird. Das lasse ich dann einwirken und mache eine kleine Dance Party. Dance Magie, Dance Magie, Dance Magie, oh oh. Was findet ihr ist das beste Lied von 2020? So, dann nehme ich mir wieder meinen Schwamm und presse das übrige Puder in meine Haut ein. Normalerweise nehmen Leute dafür einen Pinsel und streichen das Puder dann weg. Aber ich bin so ölig, dass das gut bei mir funktioniert. Aber ich würde das nur empfehlen für Leute, die wirklich ölige Haut haben. Also auf keinen Fall für trockene oder normale Haut. Next up ist Bronzer. Das heißt, wir bringen wieder ein bisschen mehr Farbe in mein Gesicht. Da verwende ich den Clean ID Mineral Bronzer. Und den trage ich auf meine Wangen, auf meine Stirn und ein bisschen was auf mein Doppelkinn, um das ein bisschen zu kaschieren, aber pst, bleibt unser Geheimnis. Für Blush verwende ich die Blushbox und da drinnen steht Focus on the Good und es war für mich irgendwie so ein Zeichen, dass ich mich 2021 mehr auf die positiven anstatt auf die negativen Dinge konzentrieren soll. Und jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Dann Highlighter. Das hier ist der krasseste Highlighter aus der ganzen Drogerie. Der heißt More Than Glow und ihr seht gleich diesen Swatch. Ich meine, hallo, wie pigmentiert und glänzend kann ein Highlighter bitte sein? Und auch in meinem Gesicht, das ist einfach so wunderschön und so strahlend und so heftig. Für meine Augenbrauen habe ich auch ein neues Produkt ausprobiert und zwar die Brow Definer. Die haben so eine ganz dünne Spitze und sind flüssig und mit denen kann man dünne Linien ziehen, die dann wie Härchen aussehen und das geht eigentlich richtig easy. Das habe ich eben auch auf meinen Augenbrauen gemacht. Ich habe außen die dunklere Farbe verwendet und dann innen die hellere, damit es so ein bisschen einen Ombre-Effekt hat, damit es noch natürlicher aussieht und das hat richtig gut geklappt, weil durch diese dünnen Linien hat man dann nicht diesen Balkeneffekt, wie wenn man sie einfach nur so ausfüllen würde. Und ja, ich finde, das hat eigentlich echt gut ausgesehen und das hat mir richtig gut gefallen. Bevor ich mit dem Lidschatten beginne, verwende ich natürlich noch Primer und zwar den Waterproof Eyeshadow Primer. Den trage ich auf meine gesamten Augen auf und dann klebe ich mir auch noch Tapes drauf. Die helfen mir nämlich richtig bei meinem Lidschattenlook, den ich gleich schminken werde. Die Palette, die ich heute verwende, ist die 5-in-a-Box Modern Smoky Look. Die ist super schön und perfekt fürs Reisen. Ich verwende übrigens auch Pinsel von Catrice und da nehme ich mir erstmal diesen großen Fluffy Pinsel und dann nehme ich mir dieses neutrale Braun und das kommt jetzt einfach auf mein gesamtes Lid und ich will eher so einen soften Look mit dem machen. Deswegen nehme ich mir dann auch noch diese hellere Farbe, um das alles schön zu verblenden, damit da ja keine Kanten oder sonstiges sind. Und dann nehme ich mir auch noch die dunkelste Farbe und damit mache ich jetzt so einen richtig schönen Smoky Wing. Um das Ganze noch smokier, dramatischer und dunkler zu machen, nehme ich mir den Inside Eye Kohl Kajal und der kommt in meine untere und obere Wasserlinie und ich bin ein bisschen sensibel, was das angeht. Ihr werdet sicher gleich sehen, was ich damit meine. Aui!
Dann nehme ich mir den dunklen Lidschatten von vorhin und verblende das alles. Darauf kommt natürlich auch noch Mascara. Dann nehme ich die Glam & Doll Lash Colorist Mascara. Und ja, damit tusche ich halt einfach meine Wimpern. Da es ja ein Silvester-Look ist, will ich ein bisschen extra sein. Deswegen kommen jetzt auch noch Wimpern drauf. Und zwar diesmal einzelne Wimpern. Ich verwende voll selten einzelne Wimpern, weil ich manchmal einfach zu faul dafür bin. Dabei hat das gar nicht mal lange gedauert. Und es hat einfach so schön und natürlich ausgesehen. Wirklich, ich war so begeistert von diesem Look. Weil man hat gar nicht gesehen, dass ich falsche Wimpern trage. Aber meine Wimpern haben trotzdem halt voll und lang und schön ausgesehen. Bei den Lippen habe ich richtig lange überlegt, ob ich die nude oder rot machen soll. Und ich dachte mir, komm, hau mal raus, mach die richtig geil rot. Dafür verwende ich den Aqua Ink Lip Liner und die sind flüssig und die kann man einfach super leicht auftragen, weil die bröckeln ja nicht und die sind super pigmentiert. Also eigentlich die besten Lip Liner, die ich jemals verwendet habe. Die haben auch richtig lange gehalten. Obendrauf kommt jetzt auch noch der Matte Pro Ink Liquid Lipstick in einem wunderschönen knalligen Rot. Und das ist auch schon der fertige Look. Er ist auf jeden Fall sehr glamourös geworden. Mir gefällt der Look richtig gut, besonders die roten Lippen. Ich glaube, ich sollte öfter einen Lippenstift tragen. Übrigens sind alle Produktlinks zu den Produkten, die ich heute verwendet habe, unten in der Beschreibung für euch. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch allen ein ganz schönes Silvester und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.